Okay, the next talk is by Matthias over there, and he'll be talking about internet censorship in the Catalan referendum. A warm welcome to vote, Matthias. Okay, thank you very much. Vielen Dank und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Erstmal möchte ich einen kurzen Ausschluss geben, und zwar bin ich kein Sicherheitsspezialist. Also die meisten Informationen sind aus öffentlich zugänglichen Quellen, und ich war auch nicht in irgendwelchen verbotenen Aktivitäten involviert. Okay, über was werde ich heute reden? Ich werde euch einen kurzen Hintergrund erklären. Dann werde ich euch erzählen, wie das Filtern der Internetprovider funktioniert. Und dann gab es so eine Seite Where to Vote, also wo gehe ich wählen. Die hatte eine besondere Art, Daten zu speichern. Dann werden wir über den Tag des Referendums reden und am Ende noch ein paar Fragen beantworten. Also auf der rechten Seite könnt ihr den spanischen Staat sehen, und der rechte Teil davon ist Katalonien. Mit der meistbekannten Stadt Barcelona. Es hat seine eigene Sprache, Kultur und ist eine der reichsten Regionen in Spanien. Also 20% vom Bruttonationalprodukt. In 2010 wurde die Autonomie eingeschränkt von der spanischen Regierung. Und seitdem kommen Stimmen, die nach Unabhängigkeit fragen. Deswegen hat die katalanische Regierung jetzt gefragt, ob sie Unabhängigkeit sein wollen. Und im Juni hat das katalanische Parlament entschieden, das Referendum zu halten, und zwar am 1. Oktober. Okay, so obviously in this talk we will talk, I will talk about the In diesem Vortrag werde ich natürlich über die Internetzensur reden, und da wird auch der Fokus drauf sein. Aber es gibt auch andere Sachen, die davor gefallen sind, zum Beispiel die in den Wochen davor vorgefallen sind. Zum Beispiel gab es den Fall, dass die Polizei Pro-Referendum-Material konfisziert hat. Und am Tag des Referendums hat die Polizei versucht, die Wahlstationen zuzumachen, und auch Leute verletzt durch Gummi geschossen. Aber eigentlich ist es nicht erlaubt, aber die spanische Polizei darf das in Katalonien. Und vier Personen wurden auch gefangen genommen, ohne die Möglichkeit, vorzeitig rauszukommen bis zur Verhandlung. Der Interimspräsident und vier Minister leben mittlerweile in Brüssel im Exil. Ihr könnt mehr über die Unterdrückung durch die Polizei unter diesem Link sehen. Also es gibt eine berühmte Phrase im Spanischen, die sagt, Spanien ist anders. Und die Bevölkerung wollte ein Referendum haben am 1. Oktober. Und die Antwort vom spanischen Staat war das, was ihr hier sehen könnt. Und da sieht man Demonstranten auf der Straße sitzen, während die Polizisten die niederschlagen, um sie vom Wählen abzuhalten. Wenn ihr das schottische Referendum gesehen habt, in 2014, was in den Vereinigten Königreich stattgehalten wurde, sieht man, dass es ein ganz anderer Unterschied ist. Okay, jetzt mehr zu den technischen Sachen. Dieses Bild habe ich von der EFF übernommen, und es zeigt, wie Internetzensur funktioniert.
funktioniert. Also die Idee ist, dass man selber seine Inhalte ins Netz stellt und das Publikum eben diese ganzen Schritte durchlaufen muss, um diesen Inhalt zu sehen, also den Internet Service Provider, die DNS und so weiter. Und dann haben wir eben noch so Plattformen, sowas wie Twitter, Facebook oder zum Beispiel Bezahldienstleister, die auch zensiert werden können. Also der Spoiler, also das sind alles diese Stellen, an denen Internetzensur eben durchgeführt wurde während des katalanischen Referendums. Also ESP, DNS, Upstream heißt, damit sind kleinere Provider gemeint, die auch von Zensur beeinträchtigt werden können, wenn eben größere Provider anfangen zu zensieren. Und wir werden sehen, wie das passiert ist. Also rechts seht ihr die Homepage des Referendums, die eben Informationen, wo Informationen dazu bereitgestellt wurde, die in einer kleinen Stadt außerhalb von Barcelona gehostet wurde bei einem kleinen Provider. Und die Polizei hat sich dann eben einen Gerichtsbeschluss geholt und hat diesen Provider dazu gezwungen, die Seite runterzunehmen. Dann wurden eben zwei Mirrors dazu eingerichtet, ref1.org.cat und ref1.org.eu.cat steht dabei für Katalonien. Ein Tag später wurden zwei weitere Webseiten vom Internet genommen. Das nächste große Ereignis war dann am 20. September. Das war dann ein großer Angriff der spanischen Regierung über die katalanische Behörde. Die haben den Rechnungshof übernommen, angekündigt, dass sie Tausende von Polizistinnen nach Katalonien bringen würden. Und wenn es nicht genügend Übernachtungsmöglichkeiten gäbe, würden die in Schiffen im katalanischen Hafen schlafen. 14 Menschen wurden von der Polizei festgenommen, von der Bundespolizei, darunter hochrangige Offizielle der katalanischen Regionalregierung. Unter anderem Mitglieder des Center für Telekommunikation und Technologie. Und das heißt, dass die meiste technologische Infrastruktur für das Referendum eben unschädlich gemacht wurde. Und unter dem Link hier oben seht ihr, dass dann einige Hacktivisten die Aufgabe übernommen haben, diese technische Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und haben eben dadurch für Technologie wie Tor oder Signal oder anonyme SIM-Karten benutzt oder auch Bitcoin. Und später wurde dann auch klar, dass Telefone der von Personen innerhalb der Unabhängigkeitsbewegung abgehört wurden, um da eben Informationen zu beschaffen. Dann wurde auch der technische Leiter von Fundacio.cat festgenommen. Das ist eine private Organisation, die top-level-domain.cat administriert. Also am 15. September hatten die dann einen Gerichtsbeschluss bekommen, um eben diese ref1.org.cat Domain zu zensieren. Und ebenfalls haben sie den DNS-Server so verändert, dass .cat-Domäne auf einen Polizeiserver umleiten. Wenn ihr aber wisst, wie DNS funktioniert, würdet ihr merken, dass dieses Vorgehen eigentlich zeigt, dass die Polizei, die spanische, nicht verstanden hat, wie DNS funktioniert. Und Teil des Gerichtsbeschlusses war eben, dass dann alle Domäne, die Informationen über das Referendum bereithalten, blockiert werden sollen. Das bedeutet, dass die Aufgabe, die Domäne zu blockieren, im Grunde auf die
auf die DNS-Operatoren abgewälzt wurde, wobei nicht klar ist, ob das so eine Vorgehensweise überhaupt legal ist. Am 17. Dezember wurde dann ICANN darüber über den Beschluss informiert, eben den technischen Leiter. Und am 20. September wurde dann der technische Leiter von Fundacio festgenommen. Die Anschuldigungen waren eben Veruntreuung von öffentlichen Geldern und Rechtsbeugung, wobei Fundacio eine private Organisation ist. Also ist überhaupt nicht klar, inwiefern man dann von öffentlichen Geldern sprechen kann, wobei ich aber sagen muss, dass ich kein Anwalt bin. Gegen diesen Leiter läuft jetzt ein Verfahren, er wartet auf das Gerichtsverfahren. Und man muss jetzt abwarten, was denn die Strafverfolgungsbehörden für Beweise vorbringen werden. Das ist noch nicht passiert. Okay. Okay. Und seitdem sind, also als Antwort darauf, sind viele Klone dieser Webseiten aufgetaucht. Wir kennen die genauen Zahlen nicht, aber es sind mindestens 100 gewesen. Und man kann die Seite auch im Tor-Network auffinden. Es gibt auch witzige Namen wie guardiacivil.sexy. In the Catalan referendum and piolin.cat. Und piolin.cat. Is Catalan and stands for Tweety. Piolin steht für, es ist katalanisch und es heißt Tweety, wie in diesem Cartoon. The yellow one. So also diese gelbe Vogel. Domain name like this. Well, because und den Namen haben sie genommen, weil einer der Boote, in denen die Polizei geschlafen hat, war eben dieses Boot. Also es war ein Scherz in sozialen Medien. Am 22. September haben die Polizei ein Haus bei Valencia durchsucht und haben da einen Herrn namens Daniel Morales festgenommen. Der haben sie vorgeworfen, dass er die Gruppe für das Referendum leitet. Und das Gefährliche hier ist, dass es einfach überhaupt keinen Polizeibeschluss gab. Es gab einen Beschluss, der auch die ganzen Passwörter für GitHub, Facebook, Twitter, seine Mail und alles enthalten hat. Und die Polizei war also in der Lage, seinen Browser zu übernehmen, also den Google und den GitHub-Account, der da geöffnet war. Und später hat er sich mit Anwälten unterhalten und die haben gesagt, dass es komplett verboten war. Also ein paar Tage später war er dann in der Lage, durch Google und GitHub die Identitäten zurückzubekommen. Ihm wurde Widerstand vorgeworfen, was 6 Monate bis 4 Jahre im Gefängnis bedeutet. Und mehr als 15 Leute. Wurden auch im Beschluss benannt. Okay, let's have a look on the Jetzt gucken wir uns mal die Zensurmethoden an. Insgesamt sind es ungefähr 25 Webseiten geblockt, wie das AONI Observatorium sagt, bis zu 140, was manche Medien berichtet haben. Die meisten geblockten Seiten waren Klone der originalen Webseiten, aber auch politische Organisationen oder Pro-Referendum und in Unabhängigkeitswebseiten. Also auch Kampagnen, dass man bitte Ja stimmt zur Unabhängigkeit. Es gab ein paar kleinere Webseiten, die von dieser sozialen Bewegung erstellt wurden. Also bisher haben wir gesehen, dass die Webhosting-Hosts beschlagnahmt wurden und katalonische Domains über Polizeidomains umgeleitet wurden. Und die Internetprovider haben sich auch an der Zensur beteiligt, also die haben DNS-Anfragen verändert und HTTP geblockt. Von Orange, Vodafone, Euskal wurde DNS-Tempering, also Beeinflussung gemacht
Und Movistar, einer der größten Internetprovider, hat auch die Package Inspection betrieben. Und es waren auch kleinere Internetprovider betroffen, die an diese großen Internetprovider angeschlossen sind. Aber ein paar kleinere, noch kleinere Provider, die eigentlich unabhängig agieren, waren witzigerweise nicht betroffen. Und der Polizei hat es also schon gelangt, dass 90% der Leute das nicht sehen können. Dem war das egal. Das hier ist die Seite der Polizei, auf die umgeleitet wurde, wenn man auf eine zensierte Webseite gehen wollte. Es zeigt ein Symbol der Zivilgarde und etwas Informationen. Reden wir mal über die DNS-Veränderungen. Also was die Provider gemacht haben, ist, dass sie DNS-Anfragen in deren DNS-Server zu dem Polizeiserver aufgelöst haben. Also man konnte einfach, wenn man einen anderen Server verwendet hat, zum Beispiel bei Vodafone, konnte man immer noch auf die Webseiten zugreifen. Jedoch bei Vodafone musste man die erst anrufen, dass sie den DNS-Box hier deaktivieren, was sie tatsächlich auch getan haben, oder eben natürlich ein VPN verwenden. Die Package Inspection wurde auf dem HTTP-Level verwendet. Also sie haben die IP-Adressen und Hostnames von GET-Requests zu diesen Seiten gefiltert mit einem regulären Ausdruck. Als Beispiel für ref1.eu haben sie alles davor geblockt, alle Subdomains. Das hat nicht funktioniert. But if you put like info.ref1.eu, then you. Aber wenn man eine First Level Subdomain verändert hat, hat es funktioniert, witzigerweise. Die Webseiten haben das Cloudflare Content Delivery Network verwendet. Und deren IPs wurden geblockt, aber mit anderen IPs hat es funktioniert. And if you used a different IP from Cloudflare, then you could actually see the homepage. In the case of HTTPS, im Fall von HTTPS ist natürlich der normale HTTP-Verkehr verschlüsselt und der Hostname ist nicht durch Deep Packet Inspection feststellbar. Was sie hier gemacht haben, which domain you actually want to start. The encryption to provide you a specific, so the correct certificate. So therefore, in the TLS hello message, there's a field that's the server name indication, which is der Hostname, der Server muss wissen, an welche Domain es gerichtet sein soll, und das ist eben in dem TLS-Traffic, damit er eben das richtige Zertifikat ausliefern kann. Jetzt sieht man hier eben ein Schaubild, wo der Klient eine Hello-Anfrage sendet mit einem Domain-Namen. Dann kommt hier die Packet Inspection mit bestimmten Überprüfungen. Und wenn es erlaubt wird, dann hat man eine normale Verbindung. Wenn nicht, dann wird die Verbindung eben zurückgesetzt. Wenn die Verbindung zurückgesetzt wird, dann kommt man zu dieser Homepage. Ihr seht den HTML-Body hier. Hier ist ein kleines JavaScript-Skript. Und hier seht ihr einen Switch-Befehl, wo eben die Homepage hier ersetzt wird durch eben diese Landingpage der Polizei. Hier sind auch noch andere Cases. Zum Beispiel hier illegales Glücksspiel. Solche Webseiten werden hier durch eine andere IP ersetzt. Ihr seht hier auch, das bedeutet, dass die Infrastruktur nicht für das Referendum erst erstellt wurde, sondern schon davor vorhanden war und eben für so Sachen wie illegales Glücksspiel verwendet wurde. Und beim Namen seht ihr, dass es Phishing TSOL heißt und das im Grunde bedeutet, dass diese katalanischen Referendumswebseiten eben zu so einer Phishing-Liste hinzugefügt wurden, die eben vorher schon da war. Für die
Packet Inspection sieht man, dass dieses dass der Zustand für 10 Sekunden im Grunde aufrechterhalten wurde. Und das bedeutet, dass man eine HTTP-Anfrage auf eine bestimmte Webseite machen konnte und einfach 11 Sekunden warten konnte, bevor man den HTTP-GET-Request sendet. Und dann trifft der Filter nicht mehr zu, weil er eben nur 10 Sekunden lang geht. So, conclusions. Also die Schlussfolgerung, wenn die Homepage Cloudflare verwendet, kann man einfach eine andere IP-Adresse verwenden oder man benutzt ein VPN oder man wartet bei dem Request eben 11 Sekunden lang. Also das bedeutet, dass technisch gesehen war diese Zensurmaßnahmen einfach zu umgehen, aber man müsste 5,3 Millionen Wählerinnen und Wähler davon darüber in Kenntnis setzen, was dann schon wieder eine andere Sache ist. Wenn ihr vielleicht mal eure Eltern fragt, die wissen wahrscheinlich nicht, wie man sowas machen würde. Auf der rechten Seite seht ihr einen Tweet des katalanischen Präsidenten, der im Grunde erklärt, wie man Online-Proxys verwendet, um eben diese Zensurmaßnahmen zu umgehen. Soweit ich weiß, hat keiner der Internetprovider den Nutzerinnen mitgeteilt, dass sie anfangen, Webinhalte zu blockieren. Aber wenn ihr einen guten ISP verwendet, werdet ihr von den Zensurmaßnahmen vielleicht gar nicht betroffen. Jetzt geht es darum, wo man hätte wählen können in dem Referendum. Also normalerweise bekommt man einen Brief davon, wo einem das mitgeteilt wird, aber die spanische Polizei hat das verhindert. Oder die spanische Post. Das bedeutet, dass die katalanische Regierung eine Webseite aufgesetzt hat, wo diese Informationen eben abgerufen werden konnten. Wie gesagt, gab es 5,3 Millionen Wählerinnen und Wähler und eben 1000 Wahlstationen. Und es wurde schon damit gerechnet, dass diese offizielle Homepage zum Referendum blockiert werden würde. Das bedeutet, dass die Webseite einfach zu kopieren sein müsste. Normalerweise hat man einfach eine Webseite, die bei Anfragen eben den Inhalt zurück an den Client sendet. Das war aber hier nicht möglich. Und ich erkläre jetzt, wie das durchgeführt wurde. Also die Vorausahnung war richtig, also die Webseite wurde veröffentlicht und direkt am nächsten Tag blockiert. Es gab auch eine Android-App dafür, die aber nach ein paar Tagen von Google wieder aus dem Play Store rausgeworfen wurde. Die Webseite wurde dann oft kopiert und viele Klone wurden veröffentlicht. Und außerdem im interplanetarischen Filesystem veröffentlicht. Wenn ihr nicht wisst, was das ist ein ziemlich cooles Projekt, denke ich. Das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Adresse wie eine Art BitTorrent-Magnet-Link funktioniert, die eben auf diese Webseite zeigt. Und ihr habt hier ein Gateway und der Browser würde dann auf die Webseite umgeleitet. Und was dann Telefonica gemacht hat, die haben nicht nur diese Seite, diese bestimmte Adresse blockiert, sondern die ganze gateway.epfs.io-Seite. Leider gab es mehrere solche Gateways für EPFS und es war dann immer noch möglich, mit einem anderen Gateway diesen Inhalt zu sehen. Und man konnte dann auch einfach den Inhalt der Webseite sich auf den Computer runterladen. Das ist diese Webseite, wo man eben gucken kann, wo man wählen müsste. Man muss sein Geburtsdatum, seine Postleitzahl und eine persönliche Identifikationsnummer eingeben. Und wie ich schon gesagt habe,
as a SQL database. Man kann kein normales Backend mit einer SQL-Datenbank haben, weil wenn man diese Webseite dann kopiert, dann ist das vertrauliche Informationen und man müsste die gesamte Datenbank veröffentlichen und das möchte man nicht, weil man möchte nicht die ganzen verschiedenen IDs veröffentlichen würde und wo diese Leute dann wählen sollten. Also was man dann gemacht hat, das hier ist diese ID dieser einer Person. Das sind 8 Zahlen und ein Zeichen, ein Buchstabe. Und man nimmt alles, was unterstrichen ist, also alles außer den ersten 3 Zeichen. Das wird ein String. Und dann hasht man das 1715 Mal und tut das dann an eine Variable, die Key heißt. Also 1714 Mal und dann noch einmal und tut das dann an eine andere Variable, die Search heißt. Und dann bekommt man eben die mit durch einen GET-Request die URL, auf die Seite zeigt und das alles wird in einem JavaScript-Applet in dem Browser durchgeführt. Es ist eine Key-Value-Speicherung und dann nimmt man eben diese 16 Werte des Hashes und geht dann Zeile für Zeile dadurch und hier ist dann noch weitere Daten, die nicht zufällige Daten, sondern verschlüsselte Daten sind und wenn man die dann mit AES 256 wieder entschlüsselt, bekommt man eben die Wahlstation, die entsprechende. Also die Daten sind alle verschlüsselt auf dem Webserver und die Frage ist, jetzt ist das sicher? Also man könnte das einfach durch eine Brute-Force-Attacke angreifen, weil es einfach ein Hash ist und man könnte probieren, das eben rauszufinden. Und da die Geburtsdaten und Postleitzahl eben Teil dieser Daten sind, könnte man die eben entsprechend gruppieren und dann eben immer 45 IDs auf einmal angreifen. Dann hat man, somit hat man die Anzahl der IDs reduziert, die man dann per Brute Force angreifen könnte. Also die Frage ist jetzt, wie gut er ist, dieser Ansatz. Da war eine große Diskussion in den Medien darum. All the census of 5.3 million people were leaked. Und in manchen Medien wurde dann gesagt, dass diese Daten aller 5,3 Millionen Wähler geleakt würden. Und diese DNIs, diese Identifikationsnummern, sind öffentliche Daten im Grunde. Wenn man zum Beispiel ein Bankkonto oder ein Büchereikonto aufmachen möchte, müsste man eben diese ID mit angeben. Also diese ID ist in vielen, eigentlich in vielen Händen verschiedenen und die ist kein großes, kein Top-Secret-Geheimnis. Also ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, um die Daten zu speichern. Und zwar so eine riesige Menge. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das besser gemacht haben könnte. Also wenn ihr irgendeine Idee habt, schreibt doch bitte einen Blogpost oder twittert darüber. Also am 30. September, ein Tag vor dem Referendum, da kam die Bundespolizei und hat das Center of Telekommunikation, Center der Telekommunikation und Technologie übernommen.
Und Einrichtungen, wo Schulen und zum Beispiel Krankenhäuser und so weiter Zugang zu, drauf haben, also staatliche Einrichtungen. Und alle Einrichtungen tunneln sich quasi darüber ins Internet und zu anderen Services. Und sie haben dann da angefangen, den Netzwerktraffic zu überwachen, um herauszufinden, wo die Wahlstationen sein werden. Am Tag des Referendums. Ich möchte euch nur einen kleinen Eindruck geben, wie die Situation so aussah am Tag des Referendums. Es war klar, dass die Bundespolizei kommen würde und die und versuchen würde, die Wahlstation zu schließen. Und manche Leute haben schon am Tag davor die Wahlstationen blockiert und haben dort geschlafen, um die Polizei daran zu hindern, sie zuzumachen. Und früh am Morgen, also um 5 Uhr, haben sich tausende Leute vor den Wahlstationen versammelt und haben den ganzen Tag versucht, mit ihren Körpern die Polizei davon daran zu hindern, dass die Polizei sie durchsucht und schließt. On the polling stations. Also die meisten sind schon früh am Tag erschienen. So at 8 o'clock this morning, also um 8 Uhr morgens wurde der globale Zensus verkündet. Und zwar haben sie gesagt, dass man nicht zu einer bestimmten Wahlstation gehen muss, sondern man kann zu jeder gehen. Und das haben sie gemacht, weil es vorhersehbar war, dass die Polizei versuchen wird, die Wahlstation mit Gewalt niederzuschlagen. Und die größte haben sie zuerst niedergeschlagen in Barcelona. Und wenn man dann keinen globalen Zensus hat, dann hätten diese Leute nicht mehr wählen können, die zu dieser Wahlstation mussten. Also haben sie auf der Webseite des globalen Zensus, also ist eine Webseite, wo man registriert, wer schon mal gewählt hat. Die war recht einfach gestaltet. Also ich habe noch kein besseres Bild gefunden, weil es ja nicht mehr online ist. Aber es sah etwa so aus. Man hatte ein Feld Wahlstation und Wahlstationsnummer, ein Passwort für die Wahlstation. Und der Verantwortliche der Wahlstation musste diesen Code eingeben, um sich damit zu registrieren. Und dann konnte man eine ID eingeben, um zu markieren, dass sie gewählt hat. Und wenn man dann den Button gedrückt hat, dann hat es zum Beispiel grün angezeigt, dass die Person noch erlaubt ist, sowohl zu wählen, oder eben rot, dass man nicht mehr wählen kann, weil man schon gewählt hat. Und dieses Passwort hier unten wurde wohl auch für Authentifizierung und Verschlüsselung der Daten verwendet, denn das ganze System hatte kein TLS-Zertifikat. Da sehen wir gleich mehr dazu. Und natürlich war die Seite nur zu einer bestimmten Zeit online, und zwar, weil das Referendum von 9 bis 9 morgens bis 8 Uhr abends gehalten wurde. Der Internetzugang in den Wahllokalen, der lief durch das CTDI, und es ist nicht so ganz klar, was passiert ist. Also manche wurden komplett vom Internet blockiert, manche wurden nur teilweise abgeschlossen, also zum Beispiel hat EDROM nicht funktioniert, aber Kabel schon. Manche konnte man auch nicht mehr über Tor verwenden, oder teilweise wurden sogar IPs direkt blockiert. Manche Wahllokale hatten auch noch alternativen Zugang zum Internet. Das war aber die Minderheit. Und in den meisten Wahlstationen haben also die Leute ihre Handys benutzt oder LTE Access Points, oder haben die Nachbarn nach dem WLAN-Passwort gefragt, um Wähler zu registrieren. Und da hat sich herausgestellt, dass dann verschiedene IPs, dass die IPs von den Internetprovidern auf verschiedene Arten geblockt wurden. The page that was announced,
Die veröffentlichte Seite, die morgen angekündigt wurde, heißt Register Mises. Die hat auch Cloudflare verwendet und wurde innerhalb von Minuten blockiert. Also es war nicht möglich, die Wahllokale um 9 Uhr pünktlich zu öffnen. Denn als sie versucht haben, das zu registrieren, hat es nicht funktioniert. Von da an hat man dann direkt die IP-Adressen verwendet und über Reverse-Proxies gearbeitet. In den nächsten Stunden wurden auch die Reverse-Proxies mit DDoS-Attacken angegriffen und man hatte starke Verbindungsprobleme, weil die schnell down gegangen sind. Also wenn dein Reverse-Proxy nicht funktioniert hat, dann hast du in die Hotline angerufen, hast gesagt, ich benutze die IP, die funktioniert nicht. Und dann hat jemand gesagt, hier, benutze die andere IP, die funktioniert. Und wie man sich vorstellen kann, ist es ein riesiges Chaos. Denn in so einer Wahlstation kann auch ein alter Herr sitzen, der noch nie einen Benutzer, einen Rechner verwendet hat. Und dann sagt ihm jemand, benutze doch bitte die IP-Adresse. Also ein totales Chaos war das. Also nicht unbedingt Chaos, aber es war kompliziert. Und zwischen den Wahllokalen hat sich das dann auch direkt teilweise verbreitet, wie man Zugang erhalten konnte, also einen anderen DNS verwenden oder die IP direkt und so weiter. Und jedes Mal, wenn eine neue IP angekündigt wurde und die Wahllokale versucht haben, die zu benutzen, war sofort eine DDoS-Attacke am Start. Also es ist wahrscheinlich, dass die Polizei die Netzwerkverbindung der Wahllokale überprüft hat, um herauszufinden, welche IPs sie blocken müssen. Und also jedes Mal, wenn man einen neuen Reverse-Proxy verwendet hat, musste man das Wahllokal neu registrieren. Also man hat die Hotline angerufen, hat gesagt, hey, ich bin das Wahllokal XYZ, ich brauche eine neue IP, ein neues Passwort, Entschuldigung. Und dann haben sie das neue Passwort gesagt und man konnte sich neu registrieren. Und was passiert ist, wenn Leute natürlich emotional davon sind, haben manche Leute ein Bild davon im Internet veröffentlicht. Und auch die Nummer der Hotline. Someone took the hotline, called, said he is. Also hat da wohl jemand angerufen, hat gesagt, ich gehöre zu der Wahlstation, gell? Und hat dann das Passwort bekommen, und konnte dann einfach IDs eintragen, die er auf dem Internet finden konnte. Das heißt nicht, dass er direkt wählen konnte, aber er konnte für Leute markieren, dass sie schon gewählt hätten, selbst wenn sie das noch nicht getan haben. Wenn die dann später kommen würden und wählen wollten, dann würde das System sagen, nee, das geht nicht, du hast schon gewählt. Also das Problem dabei war, dass es keinen sicheren Kommunikationskanal gab zwischen den Wahllokalen und der Hotline. Und also die Hotline konnte nicht wissen, ob die Person, die da anruft, jetzt wirklich zu dem Wahllokal gehört oder ob das einfach irgendwer war. Okay. So, as I said, there was a, also wie gesagt, es gab verteilte Denial-of-Service-Attacks und das wurde organisiert über ein Forum namens Foro Coches, also das ist eigentlich ein Forum über Autos. Und sie reden da über viele Sachen, also nicht nur über Autos, also eigentlich über alles. Und ein Benutzer, da könnt ihr unten im Link finden, wer das war. Der heißt Alex Tango und der sieht so aus, als kommt er aus Madrid. Und der hat dann einen Faden geöffnet, ein Thema geöffnet, dass er das System ausmachen muss. Und der hat gesagt, dass DDoS-Attacken nicht illegal seien, also nicht verboten seien. Und in dem Thema wurden dann IP-Adressen von dem Reverse-Proxies veröffentlicht und auch immer wieder geupdatet.
They were really working on this. And, und er ist, also die waren da wirklich hart an der Arbeit und sie haben auch Sündflut-Attacken gefahren. Also ein paar so Autoliebhaber haben einfach mit ständigem F5-Drücken versucht, das System zu DDoSen. Aber es gab auch professionelle Technologien. Die Frage ist nur, ob es nur Leute aus dem Forum war oder ob da auch Behörden involviert waren. Aber das weiß man eben nicht. Und die haben dann Portknocking eingeführt, um die Attacken zu verhindern. Und das Forum wurde dann von anderen Hackern selber auch angegriffen. Und das musste auch dann zur Wartung abgeschaltet werden. Und dann gab es noch ein paar andere Hackergruppen, die noch ein paar andere Angriffe gefahren haben, die auf diesem relativ guten Artikel beschrieben wurden, der allerdings nur auf Katalanisch ist. Sorry. Also am Tag des Referendums hatten wir ganz viele unterschiedliche Attacken, also auf die Infrastruktur des Netz. Wir hatten Filtertechniken und Disputed Denial of Service Angriffe. Also diese Angriffe haben dazu geführt, also trotz dessen konnte das Referendum durchgeführt werden und Leute haben gewählt. Der schwächste Punkt in diesem System war dieser zentrale Server. Und ich frage mich, ob es nicht möglich wäre, das Ganze in irgendeiner Art von dezentralen Infrastruktur aufzubauen. Es reden ja zurzeit viele über Blockchain und vielleicht könnte man in so einer Art irgendwie sowas besser aufziehen. Die Teilnahme an dem Referendum war 43%, was ziemlich hoch war, wenn man daran denkt, dass seit dem frühen Morgen die Polizei Leute zusammengeschlagen hat, um sie davon wählen abzuhalten. Und das Ja-Lager für die Unabhängigkeit hat mit ungefähr 90% gewonnen ungefähr. Dann gab es noch 177.000 Nein-Stimmen und 44.900 Blanko-Voten, was so viel heißt wie es ist mir egal, und diese Stimmen wurden dann zu dem Ja-Lager hinzugezählt. Am 10. Oktober wurde die Webseite der katalanischen Nationalversammlung nochmal abgeschaltet. Das war dann schon das dritte Mal, als das passiert ist. Die katalanische Nationalversammlung ist eine politische Vereinigung, die im Grunde die Unabhängigkeit vorantreiben will. Am 30. Oktober wurden dann mehrere Webseiten der katalanischen Regierung abgeschaltet. Und am 19. Dezember, nur erst vor ein paar Tagen, hat dann die Nationalversammlung juristische Schritte eingeleitet gegen die Blockade ihrer Webseite, und sie haben gesagt, sie haben nie irgendwelche Informationen darüber erhalten, dass ihre Webseiten blockiert wurden, und auch keine Gründe. Also zusammenfassend kann man sagen, dass das der größte Fall von Internetzensur in der EU bisher war. Und dass die EU im Grunde eigentlich nicht deutlich genug verurteilt hat, was in diesen Tagen passiert ist. Die Regierung hat probiert, die Verantwortung für die Zensur auf die Verwalter der Top-Level-Domain abzuwälzen. Ich denke, das ist wirklich interessant und bräuchte noch weitere Gedanken, ob das wirklich sicher ist. Das Wichtigste ist aber, dass dadurch das Referendum nicht gestoppt werden konnte.
Also hier sind noch ein paar Links darüber, über internationale Reaktionen darauf. Es gibt noch mehr, aber ich habe jetzt erstmal nur diese vier. Ich werde die Folien auch danach hochladen, dass ihr diese Links noch besuchen könnt. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Hier sind auch ein paar Namen und es gibt noch viele mehr, die mich mir Kontakte vermittelt haben oder mir Informationen gegeben haben. Und vielen Dank. Thank you. Before going to the vielen Dank. Bevor wir jetzt mit dem Q&A anfangen, noch eine kleine Ansage. Wenn ihr durch die Tür B da hinten geht, da ist ein kleines Filmteam. Also wenn ihr nicht gefilmt werden wollt, geht bitte nicht durch diese Tür raus. Die erste Frage wird jetzt aus dem Internet gestellt. Bitteschön. You don't have any sound? Okay. Okay, es gibt keine Frage, dann bitte das erste Mikro. Hallo, ich glaube, das war sehr interessant. Es schien, als bräuchtet ihr viel Computerexpertise, um diese ganzen Wahlstationen zu verwalten. Ist das normal, dass die kanadische Regierung so versiert? Also, an den Tagen vor dem Referendum, da haben die meisten Leute in Katalonien wirklich eine Wut auf den Staat gehabt. Und denen war das einfach egal. Sie haben gesagt, das ist verboten, ist mir egal. Das ist wichtiger. Also am Tag des Referendums, da sind manche Leute, die sonst wählen gegangen wären, haben einfach Leute angerufen, die sich damit auskennen im Netzwerk oder sonst was. Und es gab keine offizielle Organisation davon, von der Regierung, sondern es war einfach ja, die Leute, die spontan einander geholfen haben. Okay, Mikrofon 2 bitte. Hallo. Ich habe eine Frage über die Zensur, die war ja relativ brutal. Gibt es irgendwelche juristischen Schritte, die jetzt gegen Spanien unternommen werden? Weil wenn jetzt gar nichts passiert, dann wird das nächste Mal ein anderes Land das Gleiche machen, und das, weil sie nichts zu verlieren haben. Also ich weiß nicht, ob da was weiteres passiert ist, außer diesen ANC, die sich da rechtlich dagegen gewehrt haben. Und ich glaube, die Europäische Union versteckt sich dahinter, dass das spanische Gericht erklärt hat, dass das Referendum illegal sei. Okay, next question goes to the Internet. Nächste Frage aus dem Internet. Also warum habt ihr Passwortidentifizierung benutzt statt Key Pairing oder Zertifikate? Meinst du am Tag vom Referendum? Ja. Also ich weiß nicht, weil ich habe das System nicht gebaut. Also ich weiß nicht, warum nicht. Aber ich glaube, das wurde nicht benutzt, weil das klar war, dass die Reverse-Proxies angegriffen werden. Und soweit ich weiß, müsste man für jede IP-Adresse ein Zertifikat haben. Und das war einfach nicht möglich, das so schnell zu ersetzen, weil es war einfach nur schnell. Holt jemand einen neuen Proxy, wir brauchen einen neuen. Und da war einfach nicht die Zeit dafür. Also Katze und Maus spielen den ganzen Tag lang. Okay, Mikrofon 2. Okay, Mikrofon 2. Vielen Dank für den Vortrag. Bei meiner Frage geht es um Telefonica. Haben die nach einer Anfrage der Regierung Webseiten blockiert, eine nach der anderen, oder haben die selber gesagt, dass das ganze Referendum illegal ist? Wenn ich eine Webseite sehe des Referendums, blocke ich die jetzt einfach. Wer hat es geblockt? Auf welcher Grundlage? Also ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke mal, sie haben es je nach Gerichtsbeschluss geblockt. Okay, danke. Okay, vielleicht noch eine letzte Frage aus dem Internet. Ja. How many people Wie viele Leute
undertaking if you have any idea. Waren dann involviert. Ich weiß nicht, wie viele Leute daran beteiligt waren. Es ist völlig unklar, wie viele Aktivisten da zugange waren. DDoS-Attacken. Gibt es noch weitere Fragen? Geht nicht um einen technischen Aspekt, sondern um die Anzahl der Leute, aber ich glaube, ja, ich glaube, die hast schon beantwortet. Ich habe es nicht ganz verstanden. Internet just wanted to precise their question and say the die Leute aus dem Internet wollten ihre Fragen einfach präzisieren und die Anzahl der Leute, wie viele technische Leute da involviert werden. Aber ich glaube, es ist die gleiche Antwort. Also du meinst, wie viele Leute in den Wahlstationen da einander geholfen haben? Das weiß ich nicht, aber ich denke mal Tausende oder mindestens Tausend, aber ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht. Okay, since it seems there are no further questions. Okay, ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank, dass ihr die Fragen alle kurz gehalten habt. Bitte nehmt euren Müll mit raus. Wascht eure Hände. We'll be right back.